Waidhofen liegt da wie ein kostbares Geschenk, eingepackt ins Grün der Voralpen und verschnürt mit dem Band der Ybbs. Wenn sie es könnte, würde sie wohl lauter rauschen, die Ybbs, vor Vergnügen an den Bildern an beiden Ufern. Und es scheint, als umarme die Ybbs ihren ältesten Bekannten, den Turm des Schlosses. Dabei hätte sie ihn fast verloren. Beinahe so alt wie die Stadt selber war er schon dem Verfall preisgegeben. Doch kein geringerer als der Wiener Dombaumeister Friedrich von Schmidt hat dem Schloss das heutige romantische Gesicht gegeben. Über 600 Jahre haben hier die Bischöfe aus dem bayerischen Freising die Geschicke der Stadt bestimmt und auch die Kapellen errichtet, neben deren Grundmauern heute die Stadtpfarrkirche steht. Das Portal zur Kirche ist nicht nur barockes Meisterstück des Waidhofener Schmiedehandwerks, sondern auch Eingang zur oberen Stadtetage, sozusagen zum Salon dieser Stadt, in der es sich wohl wohnen lässt. Auch hinter den Fassaden Formenvielfalt und Baugefühl im Stil der jeweiligen Epoche. Ein spätgotischer Innenhof. Und die strahlende Pracht eines Hofs in reinem Renaissance-Stil. Mit Flachbögen auf toskanischen Säulen. Und das alles ist nie zur bloßen Kulisse geraten, sondern behutsam gebaut, mit viel Rücksicht auf den Nachbarn. Wohl wissend, dass jede einzelne Perle die Häuserkette erst schön macht. Wer weiß, warum gerade hier die Baukunst ein solches Stadtbild möglich machte. Immerhin, die Menschen hier haben stets Respekt vor diesen Leistungen gehabt und durch Jahrhunderte ihr Stadtbild nicht verdorben. So hat die mittelalterliche Stadt, wie kaum eine andere, ihr schönes Gesicht bewahrt. Die Waidhofener geben sich wirklich alle Mühe, ihre Tradition zu wahren und den Zauber, den Reiz ihrer Altstadt zu erhalten. Das sieht man an vielen Kleinigkeiten. Man sieht es an den Ensembles, man sieht es an den Fassaden. Und eine lebendige Beziehung zur Vergangenheit liegt in der Liebe zum Detail. Beim stundenlangen Schlendern entdeckt man immer wieder ein Idyll. Und selbst hoch droben über den Dächern, von wo man die Schleife der schmalspurigen Ybbstalbahn sieht, hält das Bild. Eine Dachlandschaft harmonisch eingebettet in die Umgebung. Doch so harmonisch, so ruhig war es nicht immer in Waidhofen an der Ybbs. Auch hier pochte das Unglück des Öfteren ungebeten mit harter Faust an die Tür. Im Laufe ihrer 800-jährigen Geschichte hat die Stadt viele Katastrophen überlebt. Unwetter, Hochwasser, Brände, Vogel- und Heuschreckenplagen. Aber die Urangst bestand eigentlich immer vor den Türken, obwohl es den Türken nie gelungen ist, die Stadt einzunehmen. Dazu war sie offenbar zu gut befestigt. Dafür kamen später die Franzosen. Dreimal. Die Sänger und Brenner der Türken, die Akinci. Sie haben nur die ungeschützten Dörfer im Umkreis verwüsten können. Keine Chance gab es gegen die Schwärme, die die Ernte vernichteten. Noch weniger gegen die Pest. Das Plagenbild im Heimatmuseum illustriert die Not vergangener Jahrhunderte. Am schlimmsten aber hausten hier die Franzosen.
1805 waren es 32.000 Mann, saufende und plündernde Soldatenhorden. Dreimal so viel, wie die Stadt heute Einwohner hat. Volksfrömmigkeit hat den Waidhofnern oft über schlimme Tage hinweg geholfen. Religiosität und Brauchtum waren damals noch festere Orientierungshilfen. Und wer würde sich nicht angesichts dieser Stuben nach der alten Zeit sehnen, die angeblich eine gute war? Der Herrgottswinkel und der fromme Schmuck an der Wand sollten übermächtiges Unheil abwenden oder zumindest Trost bieten. Wohlgeordnet die Dinge des täglichen Gebrauchs. Über 2000 solcher Objekte hat ein privater Sammler in Waidhofen zusammengetragen. Zeugen der Volkskultur und dafür, dass auch ein einfacher Mensch mit Stil zu leben verstand. Es scheint, die Ips hat einen weiten Bogen um die moderne Zeit herumgemacht. Hier findet man auch Plätze, nach denen man so oft vergeblich sucht. Und rundherum das Voralpenland in ungestörter Schönheit. Die Umgebung der Stadt trägt die Handschrift der Bauern. Kulturlandschaft im besten Sinn. Ja, es hat einer behauptet, Waidhofen mit seiner Natur und Landschaft verfüge über einen bäuerlichen Gottesgarten. Die Waidhofener haben noch einiges dazu getan. Auch um ihren Freundeskreis zu vergrößern und Fremde anzulocken, haben sie ein Erholungsgebiet geschaffen, wo der Gast all jenes genießt, das dem Menschen schon immer Freude gemacht hat. Über den fetten Weiden, der Sonntagsberg, schon immer Wallfahrtsort und Zuflucht der Waidhofener in Gefahr. Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu. Heute gehören nach Gemeindezusammenlegungen viele Dörfer der Umgebung zu Waidhofen. Orte in extremen Lagen, mit prächtigem Ausblick. Idyllische Dörfer auf Bergrücken mit Kostbarkeiten wie diesem Friedhof, dem wir in aller Herrgottsfrühe einen Besuch abstatten. Kaum anderswo im Land gibt es einen vergleichbaren Friedhof, dessen Lage und Stille so beeindruckt. Auch hier Bescheidenheit und Beschränkung auf das Gemeinsame. Nur Guss- und Schmiedeeiserne Kreuze. Hier sind alle gleich.
Kindergräber. Sie erzählen von den Schicksalsschlägen, den großen Katastrophen in den Familien der kleinen Leute. Und dennoch, hier glaubt man noch das Wort, einer hätte seine Ruhe, seinen Frieden gefunden. Zur Stadt, wenn die Morgennebel noch in den Bäumen hängen. Seit 800 Jahren steht sie da. Wie viele Kinder sind hier groß geworden? Die Stadt der Hammerherren. Wie viele Sensen und Messerschmiede, Klingenmacher hat sie in ihrer Blütezeit zu Wohlstand gebracht, bevor mit dem Niedergang der Eisenindustrie auch die reichsten Händler und Hammerwerksbesitzer verarmten und sich als Schreiber verdingen mussten. Vielleicht hat gerade die neue Armut damals verhindert, dass man mit Protzbauten dieses Stadtbild zerstörte. Eine der wenigen Schmieden des einstigen Hauptortes der Eisenwurzen, die uns erhalten sind, fast so wie vor 400 oder 500 Jahren. Solche kleinen Werkstätten sorgten für den Unterhalt eines großen Teils der Bevölkerung. Waidhofen hat damals eigentlich von Eisen gelebt. Es gab hunderte von Schmieden und 25 Hammerwerke. Und das Tal hat nur so gedröhnt von der Wucht der Sensenhämmer. Ja, eine Legende behauptet sogar, die Türken seien davon vertrieben worden. Heute finden sich Ausstattung und Geräte der Hammerschmiede nur noch im Museum. Keiner der wuchtigen Eisenhämmer dröhnt mehr wie damals in den fast tauben Ohren der schwitzenden Schmiede. Auch solche Kleinschmieden wurden aus dem Stadtbild entfernt. Der von jahrzehntelanger Arbeit geformte Hammer ist heute stummer Zeuge in der großen Sammlung des Heimatmuseums. Die Waidhofener leben heute leichter. Die meisten von ihnen arbeiten in drei großen Fabriken. Ein blühender Handel und der zunehmende Fremdenverkehr haben die mühsame Arbeit an der Esse, am Amboss und am Blasbalg längst ersetzt. Über 18.000 Freunde haben mit den Waidhofenern das 800-Jahr-Jubiläum der Stadt gefeiert. Zweitausend Teilnehmer zählte allein der Festzug, mit dem die Bewohner die reiche Geschichte der Stadt präsentierten. Die Waidhofener Bürgertracht. Und der Bürgermeister im Anzug der Hammerherren. Traditionsuniformen bei der Stadtkapelle. Sechs Musikkapellen gibt es in Waidhofen, die alle zum Gelingen des Festes beitragen. Und das Festefeiern hat Tradition hier. Diebstahl hat einen stolzen Bauernstand, der gute wirtschaftliche Beziehungen zur Stadt unterhält. Doch jetzt wollen wir den Waidhofenern beim Feiern zuschauen. Thank you.
ostdeutschen Freunde haben die Jubiläumsfeier mitgestaltet. Die Freisinger, deren Bischöfe früher Weidhofen verwaltet haben. Und die Blasmusik aus Möhringen, der Partnerstadt Weidhofens. Das Brauchtum ist hier am Leben geblieben, denn auch die Jüngsten beherrschen die altüberlieferten Tänze. Verbindung von Einst und Jetzt in dieser Stadt, die es verstanden hat, ihrer Vergangenheit treu zu bleiben.